Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit der Kekseldin und dem Muhu. Hi! Wir sitzen im Stufe 5 Zerstörer der Amerikaner, die Nikolas. Ich mag sie ja nicht so, weil eben nur 5,5 Kilometer Reichweite mit den Torpedos. Das sehen wir hier auf der Karte, ja, wie klein der Kreis ist gegenüber unseren Artilleriegeschützen, und das wird noch viel schlimmer, ja, bevor es besser wird. Ja, das ist halt schon hart, denn auf 5,5 Kilometer ist man offen, egal wie. Man ist offen. Und das Traurige ist halt, das wird sogar noch schlimmer, denn später gehen die Torpedos runter auf 4,5 bei den weiteren Schiffen, bevor sie dann wieder hochgehen. Ja, muss man sich ein kleines bisschen durchbeißen. Gut, das macht unsere Flotte. Wir haben auf der 1, 2, 3 ein paar Schiffchen. Ein Schlachtschiff kommt mit zu uns. Wir haben hier drüben nur eine Kuma. Oh je. Keks, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zusammengeschossen werden. Ich mache hier nur eine Spotting-Runde. Und da kommt dir eine St. Louis entgegen. Ja. Die Furutaka fährt weg, das ist gut. Und anscheinend kein einziger Zerstörer weit und breit. Damit können wir arbeiten. Die St. Louis ist gleich wieder weg. Ja, solange beschieße ich mal die Furutaka ein bisschen. Ja, die St. Louis kann ja nicht auf mich wirken. Nee, ah, weg ist er. Ja, wir können auf gar nichts schießen. Super. Wir sind halt zu langsam, trotz unserer 35 Knoten, die wir gerade in den Tag legen. Bisher noch kein Feindkontakt. St. Louis, komm. Oh, St. Louis schießt auf dich. Ja, deine Torpedos werden wohl nicht treffen. Nee, nee. Aber. Ja. Das ist das Problem. Feuer ist wirklich, wirklich stark. Oh ja. Na, da dreht sie ab. So, dann mischen wir uns hier mal ein. Und wir können auch gleichzeitig noch auf die Furutaka schießen. Vielleicht zünden wir sie an. Das wäre natürlich großartig. Das ist nämlich dann freier Schaden, wo wir nicht wirken müssen. Uah! Die St. Louis schießt auf mich. Okay, was macht mich gerade auf, frage ich mich. Ist das Carolina vielleicht? Uah. Nee, das ist ja ein fetter Berg zwischen uns. Ah. So, wir beschießen weiter die Furutaka, dass die ja irgendwann mal Feuer fängt. Das wäre großartig. Los, fang Feuer. Bisschen Barbecue. Und diese St. Louis ist schon wieder da und schießt auf mich. Unglaublich. Die geht mir langsam echt auf den Zeiger. Das St. Louis ist nämlich sehr, sehr, sehr anfällig. Sehr gefährlich. So rum für uns. Weil sie halt unglaublich oft schießen kann. Und jetzt treffen wir die doofe Furutaka nicht mehr. Na gut. Da hast du eine Wickes gefunden. Helfe ich dir da mal. Gut. Nein, die ist schon tot. So, die South Carolina kommt ziemlich nah ran. Interessant, interessant. Ich glaube, die hat sich gerade ein paar Torpedos verdient. Und da ist schon wieder die St. Louis. Das gibt's doch nicht. Ja, die St. Louis ist auch wirklich schlimm. Mit der können wir uns ja nicht anlegen. Nee, nicht wirklich. Weil die ist halt präzise und schießt sehr oft. Und ja, HE tut halt weh, egal von wer, von wo es kommt. Deshalb nix wie weg hier. Und die South Carolina fährt immer noch direkt auf uns zu. Oh, das ist großartig. Was, komm her. Zeit für eine lustige Torpedorunde. Die wird hier hart abbiegen.
Gehe ich jede Wette ein. Ja. So, ziehen wir jetzt schon mal unseren Rauch. Drehen uns komplett. Ja, sehr gut. Wow. So. Machen wir jetzt nochmal in die andere Richtung. Das ist jetzt aber sehr gefährlich, weil die doofe Vajong habe ich übersehen. Oh Gott. Das kann schief gehen. Der bremst etwas ab. Wird ihm aber nicht helfen. Ja, da ist er raus. Und diese doofe St. Louis schießt schon wieder auf mich. Au! Und trifft uns sogar. Oh, diese St. Louis. Ja, St. Louis ist einfach ein schrecklicher Gegner. Einfach nur wegbleiben. Ist ja. Ich habe den Kontakt abgebrochen. Bin jetzt erstmal wieder in Sicherheit. Niemand kann mir was. Und wir haben was Dickes auf dem Konto. Das ist schon mal sehr gut. Futaka ist leider davon gekommen, ohne dass wir sie angezündet haben. Und da schon wieder diese doofe St. Louis. Aber die zielt gerade nicht in unsere Richtung. Das ist gut. Können wir hier mal ein paar Grüße da lassen? Oh, das ist die Wyoming. Das ist gar nicht die St. Louis. Huch. Oh, nichts wie weg hier. Ja. Hey, wir haben sie angezündet. So, und ich warte jetzt alles auf das, was hier rüberkommt. Alles, was uns zu nahe kommt, wird torpediert, knallhart. Ansonsten halten wir uns erstmal ein bisschen zurück. So, was machen unsere Jungs da hinten? Draufgehen, sehr gut. So, liebe Keks geht flankieren. Ja. Dann komme ich mal mit. An den Flugzeugträger anschleichen. Auf was bitte hast du deine Torpedos geworfen? Das war ja nun mal... Oh, Leute, nicht aus der dritten Reihe und schon gar nicht außerhalb eurer Reichweite. Ja. Und schon gar nicht, wenn da eine Insel dazwischen ist. Das geht gar nicht. Und ich bin immer noch offen. Die St. Louis schießt halt schon wieder auf mich. Oh. Ja, meine Crew ist hier noch nicht allzu gut. Ich sehe noch nicht, wann ich offen bin. Das ist leider manchmal ein Problem. So, die Wyoming wird sich jetzt hier auf mich eingezielt haben. Ich hoffe, ich bin wieder zu... Ach komm, schießt der schon wieder Torpedos auf mich? Ja, tut mir leid, das nehme ich jetzt aber persönlich. So. Lass mal ein paar Grüße da. Und du hast dich mit einer Furutaka angelegt. Das kann gefährlich werden. Furutaka. Nicht immer offen. Ja. Weil die ist nicht sehr stabil, so eine Furutaka. Überhaupt nicht. Aber die ist sehr präzise. Wenn man da nicht aufpasst, dann snipert sie einen komplett raus. Weil das Kaliber ist groß genug. Schlimmer ist, dass die St. Louis auf mich schießt zwischendurch. Hm. Die Frage. Versuche ich es oder lasse ich es? Eigentlich sollte ich es lassen. Denn rechts von uns kommt einiges. Gut, drehen wir ab. Das hat hier keinen Sinn. Nicht auf offenem Feld. Nicht mit einem amerikanischen Zerstörer. Und nicht mit 50% HP. Aber mir hilft ja unser anderer Zerstörer noch. Und 800. Jo, mach's weg. Furutaka muss sterben. 75 HP und weg ist er. Sehr schön. Ja. Sehr schön. So, guck mal, wir haben hier eine Miyogi. Die kommt direkt auf uns zu. Gefällt mir jetzt auch nicht so. Da werden wir hier mal wieder ein bisschen Deckung für uns benutzen. Links die Insel hier ist ganz gut. Ich werde noch nicht schießen. Erst so ab 6,5 Kilometer. Im Moment weiß sie nämlich nicht, dass wir da sind. Das mag ich. Das will ich beibehalten. So. Jetzt weiß sie, dass wir da sind. So. Ich werfe die Torpedos jetzt mal ins Blaue, weil ich weiß, dass er jetzt abdrehen wird. Er hat mich halt gesehen. Das
bist du denn da? Ist ein Los. Immer noch. Ja. Ach komm. Ja. Die nervt echt. Die ist schlimm. Naja. Wir haben unseren Yogi erwischt. Plupp. So muss das laufen. Schon den zweiten dicken Pott auf dem Gewissen. Und wenn wir es richtig anstellen, ist New York Nummer 3. Engine Boost activated. Auch wenn er vor uns wegfährt. Und Keks ist raus. Mhm. Aber das ist schon okay so. Hallo New York. Und tschüss, bye New bye York. New York. Jo, das war's. Die New York ist weg. Oh oh. Oh, oh. Die ersten Torpedos könnten leicht unser St. Louis treffen, aber nee, nein. Nee, da ist die dran vorbei schon. Oh, es ist noch hinter mir, eine Kuma. Da hinten ist immer noch die St. Louis und die ist auf offenem Feld und da will ich nicht ran. Das ist nicht so meins. Nee, es ist auch nicht schön. Aber ich denke mal, wir torpedieren nochmal die Kuma. Und zwar gleich nochmal mit unserer linken Seite, wenn sie denn etwas näher dran ist. Hier hat allerdings auch Torpedos, da müssen wir dann sofort wieder abdrehen. Ja. Ah, Willkommensgeschenke. Allerdings kann sie nicht so gut nach vorne torpedieren, insofern. Das ist wahr. Mist, wir haben ein Torpedo verloren. Oh, guck mal, wie die kommen. Oh ja, die kommen gut. Damit hat die echt nicht gerechnet. Tschüss. Mach's gut. Ja, okay, Runde Nummer 4. Ist heute eine meiner besseren Runden mit der Nikolas. Das funktioniert leider nicht immer, dass die Gegner so mitspielen, weil meistens schieben sich dann immer irgendwelche Kreuzer noch ins Bild und können dann nochmal auf euch wirken und so eine Scherze. Die Sonne St. Louis, ne? Ja. Also die St. Louis hat wirklich gut gespielt, ey. Die war immer genau da. Wo man sie nicht gebrauchen konnte. Genau. Und hat eigentlich ihr Wyoming sehr gut abgedeckt vor uns. Ja. Ich hab's jetzt auch mal gelobt. Das kann man hier nämlich machen in dem Spiel. Ja, wenn ihr seht, oh ja, der hat wirklich richtig gut gespielt und schade, dass der verloren hat, dann lobt ihn ruhig mal. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich tue es halt immer. Schon allein, weil es geht. Ja, ich finde, das ist auch eine schöne Sache. Mhm. Und ich fahre jetzt einfach knallhart auf die St. Louis drauf und werde dabei wahrscheinlich drauf gehen. Macht aber nichts. Ich will es halt versuchen. Ja. Man könnte jetzt einfach hier noch abwarten, bis sie sterben, aber so einer bin ich nicht. Und die St. Louis ist auch gar nicht mit uns beschäftigt, gerade auch jetzt. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ja, jetzt hat sie sich umentschieden. Ja. Sie findet, du kommst zu nah ran. Ja, und da geht's los. Erster Schuss, zweiter Schuss. Ah, das sind die... Ich schau mal, wie ich schießen muss, damit ich dich treffe. Ja, aber das ist jetzt problematisch. Gut, dass sie keine kompletten Salven losschießt. Ja, ich bin aber eh tot, weil jetzt ist mein... Ja, guckt euch das an, was ein St. Louis mit euch macht. Das ist einfach nur Irrsinn. Also, die nimmt mich jetzt komplett auseinander. Der schießt auch gut, der Junge. Und da sind wir raus. Aber das war klar. Damit habe ich gerechnet. Und er weiß auch, dass ich Torpedos abgeworfen habe. Ich hoffe nur, dass sie trotzdem noch treffen. Schön wäre es auf jeden Fall. Ah, sieht ganz gut aus. Einer könnte auf jeden Fall noch. Mal mehr. Bäm. Und ein Unterstützer kassiert. Ha. Der doofen St. Louis. So. Dann kommentieren wir jetzt noch den Rest des Matches. Denn ich habe mich ja jetzt quasi gewastet. Aber ich wollte es einfach mal probieren. Und für alle, die dann sich gefragt haben, ja, warum? Mit der St. Louis ist da überhaupt kein Problem. Ihr seid Stufe 5, der ist Stufe 3. Ja, nix ist. Das Ding ist richtig gefährlich für den Zerstörer. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Außerdem hätten wir eh nicht viel machen können als rumfahren. Und, ja. Du hättest höchstens probieren können, ganz unten lang an die Wyoming dran zu kommen. Ja. Aber die St. Louis hat dadurch sehr viele Hitpoints verloren. Jetzt. Oh ja. Vorhin scheint er noch zu lecken. Lecken. Ja, er hat noch ein. Na los, komm, 400. 99, komm schon, komm schon. Oh, nicht von uns, schade. Aber immerhin, wir haben noch Unterstützer kassiert. Ja, können wir mal vorlesen.
Beschädigen Sie mindestens 6 gegnerische Schiffe, der verursachte Schaden an jedem Schiff muss mindestens 20% von dessen Ausgangs-TP übersteigen. Also, wir haben ordentlich Wumms gemacht an den gegnerischen Schiffen und jetzt sehen wir gleich noch die Wyoming sterben. Hier fahren wir ja gerade mit unserem Yogi mit. Die macht es nicht mehr lange. Vielleicht noch ein, zwei Salven und dann ist der raus. Wobei die Yogi hier ziemlich aussieht, als wenn sie Stock wäre. Dann sind es vielleicht doch noch 3, 4 Salven. Aber ja, wir haben 4 Schiffe versenkt, 10 Torpedotreffer, 4-mal Wassereinbruch, 2-mal kritischer Treffer, 57 Hits mit unserer normalen Artillerie, 2-mal Brände verursacht, ein bisschen wenig, und 1-mal den vernichtenden Schlag und 1-mal halt den Unterstützer. Lief ganz gut die Runde, auch das, was draufgegangen ist, war eher, um euch zu zeigen, niemals mit einer St. Louis anlegen. So. Wir haben dreifach 7623 XP, das lief ganz gut, 230.000 Credits und mal gucken, in der Teamwertung müssten wir ziemlich weit oben sein, ja, 1694 XP und wir haben mit den Torpedos 75.000 Schaden gemacht, nochmal 15.000 mit HE hinterher und durch Brände nochmal 7.000, also lief ganz gut. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, das war erstmal die Nicolas auf Stufe 5, Zerstörer der Amerikaner. Macht's gut, bis bald, euer Mu, tschüss!